Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Big Frank Gaming und Mana Worlds, einem Spiel aus unserer Community und zwar vom Gavin Schmidt, der mich gebeten hat, mir das Spiel mal anzugucken und zu beurteilen, weil er sich nicht sicher ist, ob das Spiel gut ist. Ich vermute mal, dass es also ein bisschen skeptisch ist, weil er im RPG Maker Forum eine schlechte Bewertung gekriegt hat. Also irgendwer hat das Spiel mit einem Stern bewertet. Jetzt haben wir sogar Regen hier drin. Ne? Also wir haben ein aktives Wettersystem, wir haben ein aktives Tag-Nacht-System, wir haben Overlays über den Karten, wir haben Hintergrundmusik in der Nacht. Habe ich Ende der letzten Folge schon mal gesagt. Also sorry, wenn ihr das jetzt alles nochmal hört, aber ich finde es eigentlich gut. Ich finde es gut gemacht. Kann ich nicht sagen. Der hat sich auf jeden Fall Gedanken darüber gemacht und hier passiert auch wirklich was. Ja. Nicht alles ist immer gleich die beste Wahl und vielleicht auch nicht immer alles jedermanns Sache direkt, aber bis jetzt finde ich es absolut in Ordnung gemacht. Ja, ne? Warum kaufe ich Vollpfosten auch einen Helm? Und verkaufe noch meine Heiltränke dafür, um da dran zu kommen. Ja, ja. Das ist jedes Mal dasselbe. Selbst wenn ich Spiele aus der Community spiele, verdamme ich. Selbst ihr macht das mit mir, das ist böse. Jedes Mal, wenn ich in einem RPG irgendwas kaufe, dann finde ich das kurz danach. Ah, das ärgert mich jedes Mal so, vor allem, weil ich das nie lernen werde irgendwie. Wäre ich eben anstatt rauf runtergegangen, hätte ich den Helm gehabt und hätte mir das Kaufen von dem Helm sparen können. Zugleich kriege ich auch garantiert irgendwo eine Rüstung. Und wenn ich ganz viel Pech habe, sogar noch eine, die besser ist, wie die ich jetzt habe. Mhm. So, momentan müssen wir aber tatsächlich ein bisschen leveln hier auch. Weil ein bisschen Grind gehört ja immer dazu. Ja, weil noch fällt mir da die Lebensenergie ein bisschen zu schnell. Ja, ja, das wird nämlich sonst zu eng. Das könnte schon knapp werden. Das könnte durchaus schon knapp werden. Na gut, das ist natürlich schon blöd, wenn ich am Anfang des Spiels schon so grinden muss. Vielleicht habe ich auch schon irgendwas verkehrt gemacht. Bin ja schließlich ich. So, jetzt kann ich mich schon zurücklatschen und... Naja, ich latsche mal noch nicht zurück. Ich guck mal, wie weit ich komme. Vielleicht haben wir hier ja noch mal irgendwo ein Lagerfeuer. Hier finden wir erstmal eine kleine Menge Gold. Idalia, Wald und Bergsee. Oh, was war das? Autsch, du Vollidiot. Ah, Janice. Achso, du bist es. Was stellst du dich schon wieder an? Ist dieser Ort gefährlich? Ja, eigentlich gar nichts. Muss ich dich erst mit Juckreizblättern foltern, damit du die Wahrheit rausrückst? Okay, ich verrat's dir, weil wir beste Freunde sind. Nach unserem letzten Kampftraining erzählte mir ein Junge, es gäbe einen Geist im Lidia-Wald. Lidaya-Wald heißt das Ding. Du glaubst wohl alles, was man dir erzählt. Ich wollte es mit eigenen Augen sehen und naja, dann überkam ich auf einmal eine Heidenangst und ich rannte los. Hättest mich fast von der Brücke geschmissen, du Volltrottel. Hehe, tut mir leid, ich wollte dir gerade davon berichten. Suche nach Janice abgeschlossen. Wenn es im Lidaya-Wald wirklich einen Geist gibt, sollten wir erst mit meinem Vater sprechen. Der kennt sich sehr gut aus. Vermutlich hast du recht, bevor dich der Geist in eine gefräßige, meckernde Katze verwandelt. Obwohl ich keinen Unterschied erkennen würde. Hahaha. Ist ja gut. Ariane ist jetzt Level 4. Janice schließt sich deiner Truppe an, kämpft mit Schild und Speer, beherrscht Mana und trägt normale Rüstung. Da glitzert was. Da würde ich gerne mal gucken. Hier finden wir erstmal 3 Gold. Dann muss ich ein bisschen an dem Gegner da vorbeischleichen.
Ein Apfelkorb, den vermisst sich ja jemand. Ja, genau. Wunderbar, haben wir die Story auch gelöst. So, und jetzt hier rum wieder hoch. Nee, da kommen wir gar nicht hoch. 3 Gold. Nochmal 3 Gold. Okay. Ist auf jeden Fall nicht nutzlos. Ei. Sind wir den umgangen oder sind wir den nicht umgangen eben? Hat der eventuell respawned? Kurz einmal heilen. Gut, an der Stelle hätte man eventuell sagen können, okay, ich porte den Spieler zurück zum Vater. Hätte ich jetzt so gelöst. Wo ist jetzt das Mädel mit dem Apfelkorb? Habe ich mir nicht gemerkt, ne? Das ist blöd. Ach, die war hier in dem Haus drin, glaube ich. Nein, nicht in dem Haus. Aber spaßigerweise höre ich den Regen noch, obwohl ich im Haus bin. Das finde ich jetzt gut. Na gut, er hört ein bisschen spät auf, der Regen. Aber egal, er hört auf und ich höre ihn noch. Das finde ich wirklich nicht verkehrt. Vermisster Apfelkorb abgeschlossen. 100 XP, 200 Gold. Die können wir auf jeden Fall alle mitnehmen. Können wir uns einfach durchdrücken, denke ich. Ja, die Kämpfe gehen schnell. So, Leute, mal als Anmerkung, ihr dürft natürlich gerne meinen Kanal abonnieren. Wir werden hier sehr, sehr viele Sachen machen. Ich werde euch auch für den RPG Maker noch neue Videos präsentieren. Na, also ich möchte gerne, ich muss gucken, wie ich zeitlich schaffe, aber ich möchte euch gerne hier noch eine neue Serie machen. Eine neue Serie präsentieren, in der ich euch Game Design, erfolgreiches Game Design, beziehungsweise gutes oder korrektes Game Design, ja, ob das so perfekt ist, ich bin ja auch kein Game Designer, ne? Aber ich habe mich sehr, sehr lange mit diesen Themen beschäftigt und weiß daher, was viele falsch machen und was ich auch immer falsch gemacht habe. Und deshalb möchte ich sowas mit euch mal von vorne bis zum Schluss durchgehen. Von Anfang bis zum Ende. Wir werden da jetzt nichts Aufwendiges machen oder so, wir werden nur ein kleines Spiel entwickeln zusammen, aber ich werde euch das Ganze natürlich zwischenzeitlich auch erklären. Ja, das heißt, wir gehen nochmal alles von vorne bis zum Schluss durch. Ja, wir beginnen bei der Erfindung einer Geschichte und gehen über die Planung und Charaktere und so weiter. Ja, dann machen wir eine komplette Story draus. Und das machen wir alles zusammen, sodass ihr da auch ein bisschen was von habt. Ja. Viele von euch werden natürlich sagen, ja, weiß ich alles schon, aber na, vielleicht findet sich ja doch der eine oder andere, der sagt, ey, das ist nicht ungeil. Würde mich freuen. Ja, ich gehe jetzt bewusst die Schilder alle nochmal durch, um zu sehen, ob es hier irgendwo ein Questbuch gibt. Ob ich das irgendwie verpasst habe. Aber das habe ich wohl nicht. Arin und Janice erzählen ihrem Vater, erzählen Vater Saleh von dem Geist. Wenn Geister unsere Welt betreten können, hat das meist keinen guten Hintergrund. Es kommt eigentlich nur vor, wenn es einen Mana-Konflikt gibt.
ein Mana-Konflikt? Ja, und eigentlich sind diese so selten. In der gesamten Geschichte von Arata gab es bis jetzt einen einzigen und das vor 200 Jahren. Ja, wie soll man dann wissen, dass das nur bei Mana-Konflikten auftritt? Aber Vater, wie kann das sein? Wie sollte ausgerechnet jetzt einer entstehen und unsere Welt bedrohen? Es ist schwer zu verstehen. Ein Mana-Konflikt entsteht nur dann, wenn jemand das Gleichgewicht von Mana durcheinander wirbelt. Ach was, vielleicht hat der Junge auch einfach nur eine alberne Geschichte. Okay. Irgendwas stimmt nicht mehr mit unserer Welt. Ich kann es fühlen. Fühlen, wie sich das Mana verändert. Gibt es denn nichts, wie wir das Ganze verhindern können? Hier, bringt diesen Brief zum König von Arata. Nach diesem Beben brauchen meine Beine erstmal eine Pause. Wir sollen zum König von Arata, aber der Weg ist lang und gefährlich. Ich glaube, ich setze mich lieber. Okay, verstanden, Vater. Wir bringen deinen Brief zum König. Na los, Janice, wir schaffen das. Also gut, du lässt einem ja eh keine Wahl. Das Königreich von Arata befindet sich in Richtung Lidaya-Wald. Folgt einfach den Straßen und Schildern. Gut, an der Stelle könnte man vielleicht Licht einbauen. Oh, Arina hat jetzt Feuerball gelernt. Das ist nicht schlecht. Den testen wir doch gleich mal. Ich finde es schade, dass ich zu Hause nicht noch rasten kann. Das wäre eigentlich auch ganz cool, wenn ich zu Hause noch mal rasten könnte. Heben uns aber die Magieattacken noch was auf. Die Kämpfe gehen ja recht schnell. Ja, an der Stelle muss ich jetzt gerade wieder dran denken, dass es echt schade ist, dass wir keine eigenen Grafiken einbinden können an der Konsole. Das finde ich doof. So sehen sämtliche Gegner gleich aus. Finde ich nicht schön, sowas. So, hier müssen wir auf jeden Fall lang. Wir kommen ja gar nicht anders. So, 753 Gold. Dann sollten wir vielleicht mal gucken, ob wir noch was tun können hier. Ja, der besitzt auf jeden Fall keinen geschnitzten Speer. Dann kaufen wir ihm einen. Ach ja, wir hatten ja einen verrosteten Helm gefunden. Richtig, ich war jetzt gerade am Überlegen. Wo kam denn jetzt der Helm auf einmal her? Alles gut. Gut, wenn wir uns auf einen schweren Kampf vorbereiten. Oder beziehungsweise auf eine gefährliche Mission, dann soll der auch eine vernünftige Rüstung bekommen. So, jetzt sind wir eigentlich ganz gut ausgerüstet. Ja, Heiltränke haben wir jetzt nicht groß dabei. Aber wir haben auch nicht mehr wirklich viel Geld. Heilen werden wir uns trotzdem nochmal. Lieber einmal zu oft, wie einmal zu wenig, nicht wahr? Nein, da war keine Möglichkeit, geheim dran vorbeizukommen. Kämpfen.
Egal, ob ich da Lust drauf habe oder nicht, wir müssen die Kämpfe auf jeden Fall machen. Ein bisschen Grind, wie gesagt, ist immer drin. Ja, Leute, wie gesagt, ihr habt das Spiel jetzt schon, naja, über eine halbe Stunde gesehen, wenn ihr die erste Folge auch geschaut habt. Hinterlasst doch einfach mal eure Meinung in den Kommentaren. Ich würde gerne wissen, was ihr von dem Spiel haltet. Wie seht ihr das Spiel? Wie gefällt es euch? Ist euch irgendwas aufgefallen, was ich jetzt noch nicht gesehen habe, designtechnisch oder von den Abläufen her, kleine Fehler, große Fehler oder was auch immer? Haut's einfach in die Kommentare rein, ich würde es gerne wissen. Ja, da ihr wisst natürlich, ich produziere immer ein paar Folgen im Voraus. Das heißt, ich werde auf eure Kommentare wahrscheinlich in der nächsten Folge noch nicht direkt eingehen können. Ja, sondern erst in einer späteren Folge. Ob es diese späteren Folgen gibt, hängt natürlich auch ein bisschen von euch ab. Also davon, wie ihr das Spiel annimmt und wie ihr die Folgen hier annimmt. Ja, wenn jetzt nur 3 Leute oder 4 Leute sich das Ganze hier angucken, auf die ersten 10 Folgen oder sowas, dann, ja, dann werden da auch keine weiteren mehr kommen. Das ist ganz klar, ne? Nicht, weil ich da keinen Spaß dran hätte, aber ganz einfach, ich muss halt gucken, dass ich euch auch Inhalte bieten kann, die ihr sehen wollt, ne? Tja, okay, das ist eigentlich auch Quark, weil ich mache ja auch oft genug Sachen, die ich einfach nur machen möchte. Ne? Ich fange schon ein bisschen an, so ein bisschen wirtschaftlich zu denken. So, ja, ich muss ja mehr User und mehr Views. Nein, nein, das ist Unsinn. Ich mache das hier aus Spaß. Ich mache das hier nicht, um damit in irgendeiner Form berühmt zu werden oder Geld zu verdienen, ja. Norden Lidaya-Wald, also durch den Norden. Ich meine, klar, natürlich, ich werde mich absolut nicht wehren, wenn ich hier irgendwann von leben kann, ja. Das wäre ein absoluter Traum. Ja, mit euch zusammen Videos zu machen und davon leben zu können. Absolute geniale Sache. Aber das wird so schnell nicht passieren. Aber solange ich was für euch tun kann und sich hier auch hin und wieder mal einer bedankt und sagt, wie toll er die Sachen findet, ist das für mich schon Lohn genug. Absolut. Dann mache ich sowas natürlich auch gerne hier mit euch. Lidaya-Wald. Okay. Wie sehen die Gegner hier aus? Schauen wir mal rein. Dunkelmagier-Gefäßlampen. Wie sieht's mit Standardangriffen aus? Ja, das klatscht schon ganz schön. Oh, die bringen aber nicht viel. Das hätte ich aber jetzt nicht erwartet. Ich hätte jetzt echt gedacht, die bringen deutlich mehr, die Heiltränke. Ach nee, das war verkehrt. Zum Glück kann ich ja nochmal zurück. Na gut, diese kleinen Heiltränke sind schon sehr klein, ne? Ja. 20 XP, 10 Gold. Naja, zum Glück sind wir bis jetzt noch nicht auf irgendwelche Zufallsereignisse getroffen hier. Im hohen Gras oder so. Ich meine, für einen Wald sieht es schon nach sehr wenig Bäumen aus. Rennen wir hier einfach mal dran vorbei. Ich wette, das ist keine gute Idee, die Kämpfe zu meiden, aber probieren wir es aus.
Ist natürlich auch immer so eine Sache, ob das Sinn macht, ne? Dass ich die Kämpfe so ohne weiteres meiden kann. Nun, das Design vom Wald fällt mir jetzt nicht so ganz. Da habe ich ein paar zu wenig Bäume für einen Wald, also. Das hätte ruhig was mehr bepflanzt sein dürfen. Ach, die 20 Minuten sind schon wieder vorbei. Herrje, ich sehe es gerade, ich sehe es gerade. Noch einen Kampf? Ja, das sag ich einfach so, ne? Eigentlich ist unsere Zeit schon wieder rum. Naja, was soll's. Machen wir den einen Kampf noch und danach beenden wir die Folge für heute. Na, wie gesagt, hier treffen wir jetzt auf das erste Mal, dass ich an dem Spiel wirklich was zu meckern habe und sage, ja, gut, komm. Das hätte man besser machen können. Oder sollen. Der Wald ist mir zu wenig Wald. Ja, würden wir es jetzt Lidaia Sumpf nennen, dann wäre ich eher dabei. Aber das ist, mein Gott, das ist ein kleiner Design-Fauxpas hier. Hätte man besser machen können, muss man nicht, ja. Also auch kein Grund hier in irgendeiner Form zu sagen, dass das Spiel nichts wäre. Kalius Finilius. Was war das? Es hört sich an, als würde jemand magisches Mana wirken. Enelis Caturia. Was jetzt passiert? Schon wieder? Ich höre einen Kampf etwas weiter vorne. Ich heiße Tampina und bin auf eurer Seite. Los, kommt und helft mir. Ich kann nicht mehr lange zurückhalten. Durchquer den Lidaia-Wald, abgeschlossen. Belohnung 200 XP. Ein kleiner Heiltrank, ein Mana-Trank, besiege den Geist. Tampina schließt sich dann der Gruppe an, ist stark mit Mana angegriffen und eher für den Fernkampf geeignet. Trägt Ruben, achte stets auf ihre Mana-Leiste. Bosskampf. Ja, feuern wir erstmal ab, was wir haben. Nichts, okay. Wir hatten noch einmal die Blasenbombe. Und die kriegt noch den Blitz. Ja, sonst können wir nicht wirklich groß was tun im Moment. So viel dann dazu. Ja, ich mache jetzt nach dem Kampf garantiert Schluss. Schwupps, hängen wir mitten im Bosskampf. Der wird auf jeden Fall nicht einfach, habe ich so ein Gefühl. Sieht auf jeden Fall schon nicht einfach aus hier. Wie viel Standardangriff fügt ihr denn zu? 26, also ungefähr so Pi mal Daumen wie die anderen auch. Ja, da ist der Blitz mit so 75 bis 80 eigentlich schon ganz gut. Vom Schaden her. Musikauswahl für den Kampf finde ich auch in Ordnung. Wir haben es gerade so geschafft. 1200 Gold gekriegt, einen Belebungstrank.
Janice steigt auf und lernt Feuerball, besiege den Geist, abgeschlossen. Arin ist jetzt Level 6. Keuch geschafft. Ich dachte schon, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Schnauf, schnauf. Ich hoffe, davon gibt es nicht noch mehr. Das kommt ganz drauf an, ob die Tempel das Mana wieder stabilisieren werden. Die was sollen wen buchstabieren? Oh, was für eine Dumpfbacke bist du. Auch so ein helles Köpfchen wie dein Freund hier. Ich weiß nicht mal, wie das geht. Hä? Diese Ohren sind doch okay, mal abgesehen davon, dass hier in der Gegend kleine Kinder, keine kleinen Kinder spielen sollten. Was macht eine Elf, die nicht mal existieren könnte, und ein Dumpfbackenmensch zusammen auf Reisen? Ja, auch schon wieder diese Rechtschreibfehler. Elfe, Elfin, Elfinnen existieren klein. Ich weiß, entschuldigt Leute, ich darf nicht meckern, ich bin selbst nicht besonders gut da drin, aber wenn es mir auffällt, dann ist es schon erwähnenswert. Ich bin Arin und das ist Janice. Es ist eine lange Geschichte, die damit endet, dass wir einen Brief zum König von Arata bringen sollen. Selber Kind. Zunge Black. Bäh, Doofbacke. Nun gut, ich sehe den Brief als Beweis an. Ich bin im Auftrag des Königs zu einem Tempel unterwegs. Doch ich kam nicht durch diese Tür und dann traf ich euch. Im Auftrag des Königs, das bedeutet, er möchte wohl ebenfalls wissen, was hier geschieht. Na, dann lassen wir ihn nicht warten. Geben wir den Brief ab und dann ab nach Hause. Ich fühle, dass ich Vater wohl erstmal nicht mehr sehen werde. Ich kenne eine Abkürzung ins Königreich, doch dazu müssen wir erst die Waldlichtungskreuzung erreichen. Waldlichtungskreuzung, das Wort ist ein bisschen lang. Die Lichtung in der Kreuzung des Waldes oder sowas, das würde ich anders formulieren. Von nun an erscheinen auf dem Boden funkelnde Objekte. Diese sind Dialoge zwischen Charakteren und freiwillig. Wenn du eins berührst, wirst du vor dem Öffnen abgefragt, ob du den Dialog lesen möchtest. Verwechsel diese nicht mit findbaren Objekten für Nebenaufgaben und ähnliches. Untersuche dennoch jede funkelnde Stelle. Danke für den Hinweis, finde ich gut. Hier ist nichts, hier ist auch nichts und wir werden jetzt speichern. So Leute, danke, dass ihr dabei gewesen seid und euch das angeguckt habt. Bis zur halben Stunde haben wir jetzt noch ein paar Minuten, deshalb werde ich hier nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben bis jetzt eigentlich ein gutes Spiel gesehen. Also ich finde jetzt hier nichts zu meckern, ich finde es okay. Ja, ich hätte ein paar Sachen anders gemacht, ich hätte ein paar Sachen anders formuliert, ein paar Sachen anders beschrieben, aber grundsätzlich hält sich der Kevin, der das Spiel hier erstellt hat, an grundlegende Regeln. Er erklärt seinen Spielern, was sollt ihr machen, was ist von euch gefordert, was will ich von euch, wie funktioniert das, alles vollkommen in Ordnung. Ich finde es gut. Ich kann da nicht maulen. Das Design ist aufwendig, nicht zu einfach gemacht, ja, und bis jetzt, also, er führt die Charaktere einzeln ein und sagt nicht einfach, oh, guck mal, da ist ein Charakter. Dann haben wir jetzt optionale Charakterdialoge, die eingeführt worden sind gerade. Finde ich persönlich auch eine ganz nette Geschichte. Kann man machen, muss man nicht machen. Ja, ich versuche mich meistens dann immer auf Sachen zu beschränken, die wirklich notwendig sind an Dialogen und den Rest meiden. Aber natürlich kann man auch mehr an Geschichte erzählen. Ja, wo ich eigentlich ein Geschichtenerzähler bin, sollte ich das eigentlich besser machen, aber mir fällt auch gerade auf, ich habe nur 293 Gold. Ich habe doch eben 1200 Gold bekommen. Ja, oder habe ich mich da über verlesen? Naja, werden wir vielleicht auf jeden Fall noch irgendwie klären können irgendwann mal. Aber bis jetzt, wie gesagt, habe ich nicht wirklich was zu meckern. Und ich hoffe, ihr abonniert den Kanal, damit ihr seht, wie es mit dem Spiel weitergeht. Was hier noch kommt. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir weiterspielen. Hier bei Big Frank Gaming, das Spiel Mana Worlds. Bis zur nächsten Folge. Bis dann denn.